Jo, meine Lieben, willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast hier auf YouTube und Spotify. Mensch, da wollte ich aus zwei Sachen eins machen. Mit meiner Wenigkeit, Jami Chris aka Christoph und dem guten Iman von Team Millennium. Alles gut bei dir? Ja, danke. Wie geht's dir denn? Sehr schön. Gut, ich war ja vor zwei Wochen mal richtig dolle krank. Jetzt geht's mir eigentlich wieder richtig, richtig gut. Mein Kind ist noch ein bisschen kränklich, aber es wird wieder. Mhm. Und du bist ja ein bisschen krank. Ja, ich bin ein bisschen erkältet, ja, leider. Das Wetter bietet sich so an. Ja, man hat hier kein leichtes Leben als YouTuber. Ist wirklich so. Das ist schlimm. Ja. So, Chris, worüber hast du die YCS so ein bisschen verfolgt? Ja, natürlich. Ich wollte gerade sagen, wollen wir darüber reden? Klar, müssen wir haben gar keine Wahl. Wir das müssen stimmt, über die YCS sprechen. Das war ja in Indianapolis in Amerika. Genau, in Amerika. Und das war sehr interessant. Da war sogar ein Deutscher, wenn ich mich richtig entsinne. Ao Han oder so heißt der. Mhm. Von Junk's Playground. Auch Top 32 geworden. Krass. Jo ist aber nicht mehr bei Junk's Playground. Er ist bei Luxury Gaming. Ach, guck mal an. Das ist doch hier jetzt mit Sleeve Sheaf und so, oder? Ja, genau. Ja. Ah, okay. Ja, genau. Er hat ja gewechselt. Es war schon krass zu sehen, dass Age of Overlord aus einem okay Deck auf einmal das beste Deck gemacht hat, einfach mit einem Engine dazu. Ja. Das ist schon sehr krass. Also ich habe es ja selbst jetzt auch mal getestet und muss sagen, also wir reden hier von Rescue Ace. Mit Diabelsa. Mit Diabelsa. Genau. Wirklich sehr, sehr konstant und das, was man da aufs Board bringen kann, boah. Also du hast halt eigentlich gar nicht so viel auf dem Board, aber diese Spells und Traps sind halt so insane, tatsächlich. Und dadurch, dass du die jetzt so konstant rauskriegst, kann sich sehen lassen. Und zusätzlich vielleicht, also es gibt ja mehrere Varianten. Man kann jetzt so eine Synchro-Variante spielen und du kannst noch diese alte Methode spielen mit diesen Link-Monstern, ja, mit Firewall Dragon und so weiter, genau. Terahertz. Und die Decklist hat ja auch gewonnen. Genau, richtig. Das war natürlich ein bisschen, war glaube ich auch der Würfelwurf schuld, ne, muss man dazu sagen. Ich glaube, er hat ja auch begonnen, der Steven. Und mega interessant auf jeden Fall, dass das so variabel noch zu spielen ist. Was würdest du da bevorzugen? Synchro oder würdest du auch eher auf Link gehen? Also, das Gute an Synchro ist halt, dass du ein Omni-Negate hast halt, ne? Das ist halt das, was gut ist, weil das Deck verliert legit gegen ein HP Feather-Duster und gegen Evenly. Genau. Wenn du Evenly in der Hand hast, dann weißt du, okay, ich hab das Spiel gewonnen halt, ne? Weil alles wird Facedown gebanished, kein Follow-up, gar nichts ist da. Und dann ist es eigentlich zu Ende. Genauso wie HP Feather-Duster, die können ein, zwei Sachen chain, ein paar Sachen auf dem Feld holen, aber dann kannst du immer noch dein Combo machen. Und das finde ich ja ziemlich gut, wenn man halt einen Omni-Negate hat. Ich glaube, das ist das, was das Deck halt nicht hat. Ist auch gut so, dass sie es nicht mit ihren eigenen Engine drin haben. Um Gottes Willen. Aber dann muss man halt gucken, okay, was ist besser. Also ich glaube, ich finde das mit Synchro auch besser. Weil du verlierst ja sonst sogar gegen Nibiru, wenn du Pech hast, ne? Ja, das stimmt. Auch das kann ja passieren. Also ja, weil wenn es so lange dauert, dein Combo, und dein Turbulence dein fünftes Summon ist, und dann kommt Nip, dann hast du auch verloren, weil genau, sein Effekt ist ja zum Glück nicht unsummon. Mit Set 5 oder Set 4. Und auch kein Quick-Effekt. Das wäre so heftig. Ja, ja, aber ich finde es halt trotzdem sehr krass. Also dieses Set 4 ist insane. Ich weiß nicht. Da haben die Kartendesigner auf jeden Fall dachten sich so, machen wir was Wildes. Also es ist wirklich krass, wenn du das so spielst und du kommst damit durch und kannst einfach 4 Karten aus dem Deck holen, wo du eh nur die One-Offs spielst. Das ist halt einfach super. Also man kann es nicht anders sagen. Ist wirklich so. Das ist wirklich so gut. Es fühlt sich einfach so gut an, weil du dein Deck gleich leerer bekommst. Ja. Du ziehst diese Karten nicht nach. Das ist halt einfach viel zu stark. Und was ich auch krass fand bei dem Deck, dass es bei Top 32 waren 32% New Rescue Ace drin. Und das ist halt sehr krass. Das Deck hat eine One-Card-Kombo, ne? Das ist halt ja sehr beliebt. Ja, ja. Um eine Karte ins Spiel zu kommen. Tier Element war ja auch da. Wir hatten Pearly sogar gesehen.
Es waren zwei Sprite-Listen noch dabei. Das hat mich ja übertrieben überrascht. Also ich meine, mich auch so ein bisschen. Ja, ich meine, Sprite ist ein gutes Deck, wenn die wissen, worauf sie sich einlassen müssen. Weil ich kann dir eine Sprite-Deck machen, die gegen Rescue Ace jedes Mal gewinnt. Ist gar kein Problem. Genauso wie eigentlich Sprite Melfi damals einfach dafür war, damit die Kashira besiegen. Weil das einfach richtig krass war. Und aber sobald es hier die, die Decks, die man dagegen spielt, mehr als 2-3 werden, die man erwartet, dann ist auch Sprite schlecht, finde ich. Weil du kannst nicht für alles im Sprite alles reinhauen. Und wenn du Ja, genau. Deswegen hat mich sehr gewundert, dass da Decklisten dabei waren. Zwei Stück sogar. Ja, ist ja auch ein bisschen, ist ja auch ein bisschen Glück, immer ein Matchup abhängig so. Was triffst du? Das ist ja, ja. Ein bisschen glücklich ist es wahrscheinlich schon gewesen. Ich glaube auch. Was ich cool fand, ist, Ricker war halt dabei, habe ich gesehen. Ach so, siehst du, kannst du Rescue Ace auch so eine kleine, also so eine kleine Infernoble Engine spielen. Mit Isolde. Auch richtig nice eigentlich. Also richtig cool. Da suchst du dir den Impuls dann für den nächsten Turn, ne? Weil die Effekte dann negiert sind durch Isolde. Ja. Und du specialst dir diesen Ricker Dieto oder so, der auch nochmal Tuner ist und der den Krieger von der Hand specialen kann, der dann auch Tuner ist. Also als Tuner behandelt wird. Auch das ist ja insane. Also krass. Also das hat mich wirklich abgeholt, tatsächlich, das Deck, wie flexibel das noch sein kann. Das stimmt, das stimmt. Also nicht nur konstanzmäßig, sondern du kannst auch so ein bisschen in die Breite gehen. Ja. Was jetzt das Extra-Deck angeht, das ist halt auch richtig nice. Was haben wir noch gesehen? Labyrinth haben wir, glaube ich, nur eine Deckliste gesehen, bei Top 32. Top 32, glaube ich, gab es gar keine, oder? Dann Top 64 war. Also eine gab es. Oder war eine das? Muss es, glaube ich, gegeben haben. Stimmt, eine war, doch, das war Top 32, der eine, den es da gab. Und dann im Top 16 war gar keine mehr. Genau, so war es. Ansonsten, und Rika hat, glaube ich, auch wieder gut performt. War okay, ja. Also eine Deckliste. Ja, eine Deckliste. Aber eins war sicher, dass Tierelement Horus ist es nicht. Nee. Weil das hat keiner das gespielt, das. Auf jeden Fall. Nee, leider nicht, ey. Das fand ich ein bisschen schade. Also ich glaube aber, Horus kriegt noch seine Zeit. Die kriegen ja bestimmt noch mal Support. Ja, es gab ja diese eine Liste mit Bisschen Horus. Das war ziemlich cool. Stimmt, Das war sehr cool, fand ich. Stimmt, weil du da auch alles abwerfen kannst. Ja, du kannst ja alles gar nichts mehr. Das ist auf dem Magnum-Hut vielleicht, aber ansonsten... Ja. Das den Respekt, das stimmt, ja. Das ist schon sehr krass. Das war sehr, sehr cool anzugucken einfach. Und ja, das ist eigentlich schade, dass mit Tier halt nicht geklappt hat, aber... Ja, man ist sich da, glaube ich, noch nicht sicher, welche Ratio man da spielen möchte. Ne? Also speziell einen Sarkophag auf 2 oder auf 1. Ah, schwierig zu sagen. Ne? Dann ich meine, auf 1 brauchst du es auch gar nicht mehr zu spielen, weil dann millst du den einmal, dann ist es auch vorbei. Na, dann ist es halt mehr Bonus, würde ich sagen. Weißt du, dass du über im Seti dann den entweder suchen kannst oder halt gar nicht. Ne? Dann ist es eher so ein Bonus, wenn du da rankommst, super. Wenn nicht, dann auch nicht schlimm im Tier. Weil du musst ja so oder so Breaks spielen. Also ist ja dann wurscht, welche du spielst, so, weißt du? Ob du jetzt mehr Shadow spielst oder halt nicht. Die wird es halt dann eher nicht auf der Hand sehen, die Shadow-Monster, während du die Horus Angel halt auf der Hand sehen möchtest. Es ist schwierig gerade im Tier, aber mit der Fieldspell, glaube ich, die wir bekommen werden, also wir bekommen ja eine, damit wird es dann, glaube ich, nochmal, da wird es, glaube ich, nochmal richtig gut. Ja, bin ich gespannt, weil die kannst du vielleicht auch noch, also die kannst du ja suchen dann theoretisch über den Feendrachen, wenn du den wieder spielst. Genau, richtig. Also könnte sehr wild werden dann bei Tier. Tatsächlich. Bin mal gespannt, Und wir hatten ja auch noch Pearly im Top 32. Ja, Pearly ist halt ein Top-Deck, würde ich sagen. Aber es ist ein solides Deck halt, ne? Macht sein Ding, wenn du halt eine Noir mit 10 Material auf dem Feld hast, hast du meistens gewonnen halt, ne? Muss man auch so sagen. Ja. Du kommst ja nicht rüber, ist das Problem. Genau, du kommst der kriegt ja meistens den Boost noch mit ATK oder Death. Genau, richtig, ja. Kann du musst ihn ja nur liegen lassen. Genau, du lässt ihn einfach gut liegen halt, ne? Ja. Genau, und dann, das ist halt eigentlich ein gutes Deck, aber ist halt nicht so gut wie Rescue Ace halt, ne? Es ist halt sehr anfällig, wenn du halt nichts triffst, wenn du halt gehandtrapped wirst. Das Deck hat harte Seiten auf jeden Fall. Ja. Dann hatten wir natürlich Manadium. Ne? Der gute Turf hat ja getoppt. Oder ist getoppt?
Vierter gewonnen? Der ist ja ausgerastet. Der war krass. Ja, ja, krass. Der war wirklich krass. Das war heftig. Sein Ego ist jetzt... Mhm. Der ist nicht mehr da. Nicht mehr, der ist so weit jetzt, hoch. Jetzt einfach... Jetzt gibt es kein Pendel mehr für ihn, jetzt gibt es nochmal eine HD. Ist wirklich Deck, so. Deck ist ja auch cool. Ja. Ich finde, das Deck ist ja auch sehr, sehr flexibel. Also du kannst halt Going Second wie Going First sehr gut performen. Ne? Durch die ganzen Zerstörungseffekte, die du hast. Und jetzt auch die One-Card-Kombo ist halt sehr, sehr gut. Die One-Card-Kombo ist ja echt ridiculous. Das ist wirklich. Ja. Ja. Und du kannst halt immer noch so viel Non-Engine spielen. Das ist halt auch heftig. Ja. Ja, also... Du legst ein Board, ja, der keiner durchkommt, und dann hast du immer noch Handtraps und alles andere, damit du deinen Gegner trotzdem stoppst, ohne dass du deine Negates benutzt. Das ist schon ein bisschen frech. Und dann ging mir das ja auch die Visa Sansoval gestiegen, weil die auf 3 gespielt hat. Stimmt, stimmt. Keiner weiß warum, aber bei ihm hat es funktioniert. Eigentlich streiten sich da noch so die Geister, ne? Ehren zum Beispiel, der ist Ultra-Fan von der Karte, er würde die in jedem Deck gefühlt auf 3 spielen. Mhm. Wer Nuska sagt, nee. Er findet die Karte immer leider nicht. Die Karte ist Schmutz. Ja, also ich muss sagen, die Karte ist auf 3, würde ich so auf jeden Fall nicht spielen im Manadium, weil du willst die ja nicht normen. Das ist die schlechtere Normal Summon, da ist ja Reichert halt deutlich besser. Mhm. Boah, ist so schwierig. Ist halt mega schade, dass du die nicht suchen kannst. Aber ich glaube, sonst wäre die auch einfach busted. Ich wollte gerade sagen, das wäre super set dann. Dann wäre es keine 10-Euro-Karte. Ja, wenn man die suchen könnte, das wäre einfach wär ja super. Und was wir noch hatten, das hat mich aber mega überrascht, aber im positiven Sinne, Exosister war tatsächlich auch vertreten. Stimmt. Und die Decklist hatte ich auch vorgestellt und da wurden ja viel mehr Schwestern gespielt, als es eigentlich üblich war. Mhm. Weil wir jetzt halt so viel Bewegung im Friedhof haben. Ne? Auch Rescue Ace bewegt ja viel im Friedhof. Mhm. Das ist natürlich für die alle super. Ja, die triggern also, ja alle. Genau. Das ist halt krass. Genau, das ist halt einfach krass. Das ist einfach wirklich mega gut. Ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, das Deck zu spielen, weil meistens ist es so, du brauchst halt deine komplette Hand, um was zu machen. Ja, das stimmt. Oh, das und du spielst Schiffland, das ist ehrenlos. Ja, genau. Das geht nicht. Obwohl ich sagen muss, ich spiele halt habe in Baker so auch Schifter gespielt. Ja. Boah. Ja. Karte gewinnt immer noch Spiele. Ja, deswegen war er auch in Top 32 wahrscheinlich. Der hat ganz viele Tierelement-Gegner wahrscheinlich gehabt und einen Schifter nach dem anderen. Ja, ja. Oh, na, mein Kumpel hat auch mal den Schifter auf der Hand, wenn er sein scheiß Flander-Deck auspackt. Ja. Immer wieder, ey. Er spielt ihn 10-mal gefühlt im Deck, dass er den so oft sieht, ey. Ja, das ist krass, Mann. Ey. Schifter ist so eine dicke Karte. Ich hoffe immer noch, dass nächste Bandliste die Karte gehittet wird. Ach, ich hoffe. Schön wär's, ey. Schön wär's. Ich glaube nicht dran, leider. Naja. Aber wir haben mal gesehen. Man hat auch gesehen, wie broken SP Lil Knight ist. Das ist ja krass. Also wirklich. Die wurde ja gefühlt in jedem. Also, wir haben sie in jedem Deck gesehen. Ja. Doch, das kann man schon sagen. Doch. Ja, ich habe. Also, bestimmt. Egal welche Feature-Match ich geguckt habe, war auf beide Seiten Spill Knight vertreten. Weißt du, wie sich die Karte für mich so ein bisschen anfühlt? Also, erstmal hat sie die Appaloosa gepowercreept. Ja, das ist schon mal insane. Mhm. Du spielst lieber sie als Appaloosa. Und sie fühlt sich für mich an wie so der Auroradon. Weißt du noch? Ja. Dieses, Weil. Weil wenn du so viel Handtraps abbekommen hast oder gar nichts mehr machen konntest, hast du dann immer noch den Aurora-Down gemacht und hast trotzdem was aufs Board bekommen. Ja. Und das ist sie halt auch. Ja. Ne, du kriegst halt immer noch zum Schluss sie aufs Board, wenn dein Gegner dich heftig interrupted hat und dann überlebst du auf jeden Fall den darauffolgenden Zug. Ich habe auch einen zweiten, also echt heftig. Ich hab auch einen zweiten Vergleich dafür. Das war mein erster Gedanke. Und zweiter Gedanke, die Karte ist auch genauso wie bei, wie hieß nochmal diese Schlange? Diese Links 2. Nee, das war keine Schlange. Anaconda. Anaconda, ist ja keine Schlange. Der sieht nur wie eine Schlange aus. Es sieht auch genauso wie Anaconda. Wenn nichts ging, Anaconda, dann warst du Gucci. Genau. Ach fuck, ich habe 3 Handlers auch bekommen. Ja, okay, Anaconda Dragoon. DPI, Dragoon, ist alles gut. Gib ihm. Ja, trotzdem gewonnen. Das ist halt, so. Aber das ist halt krass, die Karte, wenn du irgendein extra Deckmonster dafür benutzt, um ihn zu beschwören, kann er einfach eine Karte banishen. Einfach so, sagt er hier, ich banish mal. Auch aus dem Friedhof. Aus dem Friedhof. Entweder oder. Das ist halt auch insane. Das ist halt wirklich gut. Und jetzt guck mal, die kann man ja einfach machen in Exosister und schon triggert der Martha dann theoretisch. Ja. Richtig. Das ist halt auch heftig. Ja,
Und dann wenn du ein Monster-Effekt aktivierst, dann musst du zweimal darüber nachdenken, ob du ein Monster-Effekt aktivierst, weil dann kann er sich und irgendein anderes Monster oder irgendeine andere Karte von dir einfach banishen. Ich hatte mal die Situation, wenn du es gerade sagst, dass ich mit der Karte Evilly fast ausschalten konnte. Ich habe Evilly abbekommen und habe einfach also sie natürlich und mein Bossmonster protected. Und das Lustige ist, bei Runde Fleur, wenn du die halt banishst, Wenn du die Evilly kommt wieder wiederkommst, aufs Board, alive. ja, Du hast dann die Negate wieder da. richtig, Oh, Alter, das ist halt richtig. einfach total. Ah, verstehe ich nicht. Ich verstehe es nicht. So dumm. Also da haben sie bei Runde. Ich weiß nicht, ob sie daran gedacht haben, als sie schon bei Runde Fleur geschrieben haben. Aber dadurch ist bei Runde Fleur einfach noch besser geworden. Das ist krass, ja. Einfach. Omni geht immer alive. Und Du musst sie nicht mehr zurückmischen. Du das machst einfach in stimmt. der Endphase oder hier Main Phase Ende einfach Espeon Light Effekt. Machst bei Runde Fleur weg, wenn du den Effekt schon nur genutzt hast. Omni geht alive. Das ist krass. So Das bescheuert. ist krass. Einfach bescheuert. Einfach bescheuert. Wir haben gesehen, dass du ja eine in Quarter gezogen hast. Erstmal Gratulation. Ja? Sag ich Ich mal habe mir das Video hier. angeguckt, natürlich. Ja. Bisschen Ich dachte, flexen das kann doch nicht hier. sein. Wie kann denn der Junge so viel Glück haben, ey? Frechheit. Es ist so, also das ist krass, ne? Wir haben ja für unsere für unsere Zuschauer und Zuhörer auf Spotify, wir haben ja letzte Folge darüber gesprochen, dass die Karte ja 350 gekostet hat, ungefähr 400 Euro. Und wir haben ja gesagt, dass Genau. das sehr teuer wird. Ja, Genau. es ist Stand jetzt, kostet die jetzt 600 Euro, die Karte. Genau. Und das ist Ja. halt sehr krass. Und ja, irgendwie habe ich die gezogen. Keiner weiß wie. Ja, Aber krass, ey. ich habe Geld gespart auf jeden Fall. Ja. Und ja, mir geht's gut. Also, ich habe ja schon gesagt, ne, die Karte sollte man, wenn man sie kaufen möchte, so schnell wie möglich kaufen, ne? Wie viel hast Wenn du es vielleicht bezahlt? locker Weil du so. hast sie auch Ich habe gekauft. sie mir auch jetzt auch geholt. Ich habe noch 399 bezahlt. Also auch fast Preissteigerung um 100% nehme ich hier mit, ja. Also am Ja. Ende sowieso, ich denke mal Ende des Jahres geht die 1000, wenn Das kann sehr es so gut sein, weitergeht. ja. Das ist so heftig Dass die einfach. Karte so heftig. Und jetzt, die Secret Rare kostet ja 95 Euro. Hast du das schon Alter, mal was? gesehen? Nee. Ja, es kostet 90, zwischen 90 und 95 Euro. Alter Einfach Falter, die ist ja Secret. teuer geworden. Als ich nach der YCS geguckt habe, weil ich dachte, die steigt, ist sie sogar ein bisschen gedroppt, so auf 71, 70 Genau, runter. ja. Und gestern war Dann. Buyout. Ja, okay. Und haben Und die Händler wieder zugeschlagen, wa? ich weiß nicht, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall war es jetzt ist bei 90, 95 Euro. Stand jetzt Freitag um 20:45 Uhr, wo wir diese Folge gerade drehen. Ja, Ja. krass. Ja. Also wird die Karte ja wahrscheinlich auch wieder, so wie der Access Code, so eine 100-Euro-Karte. Access Code ist Also muss. gesunken. Access Code Starlight kostet 350 Euro. Oh, krass. Soll Leute nicht nachmachen, aber ich überlege mir, das zu holen. Weil Ach, ist doch so eine gute die Karte, Karte ey. ist so schön. Mich würde mal interessieren, ob wir vielleicht nächstes Jahr auch nochmal so ein Rarity Collection bekommen, wo dann auch der Dupe drin ist. Weil ich glaube, im OCG war es tatsächlich der Fall. Da haben die auch den Access Code und die Appaloosa und so nochmal bekommen. Access Code hat Access Code ein OCG Print? Ja, Echt? ja. Also so eine OCG Starlight Ray Print, meine ich. Ich glaube schon. Also, oh Gott. Ich bin der Meinung, dass ich das gesehen habe. Warte mal, ich guck mal schnell. Ich Ja, finde mich schon check das ganz, mal ganz ab. schnell. Aber ey, wenn nicht, ist frech. So, wir schauen mal, was haben wir hier? Ah, das sind wir. The Ghost Rare gibt es auf jeden Fall davon. Ja, das weiß ich, die habe ich auch. In Ghost Rare. Ach, die hast du Ja, die habe sogar. ich in Ghost Rare. Ja. Echt? Du hast Ja. die gegönnt, ja. Nö, ich habe die getauscht tatsächlich. Warte, Ah, okay. ich liegt doch gerade neben mir tatsächlich. Warte, ich hole das mal kurz raus. Kann ich das in die Kamera zeigen? Die Leute, die Spotify hören, die können das leider nicht sehen, aber da. Ja. Sieht so geil aus. Ja, aber Also ich guck gerade Starlight mal, ist halt wen. ein anderer Schnack, finde ich, immer, weil Bling Bling halt, Also ne? Access Code geht gerade aber bei 400 los, Ach, es ist die wieder teurer Starlight. geworden. Ja. Bei 320 letzte Woche. Ja, das Okay. verkauft worden für 340 nochmal und dann, ja. 400 Englisch. Cool. Ah, gute Karte, gute Gute Karte. Karte. Aber Also was ich. gerade sieht er nicht so viel Play. Obwohl,
Ein Rescue Ace. Rescue Ace kannst du spielen, stimmt. Mhm. Ja. Aber es war es halt, ja, ich sag mal so Manadium und so braucht den eigentlich nicht. Nö. Weil du hast mit deinen Synchro-Monstern genug Power. Ja. Da brauchst du eigentlich keinen Access-Code unbedingt. Ja. Aber gut, wenn du halt mal die Berry abbekommst, ne, kannst du wenigstens noch in Access-Code spielen. Ja, ja. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Aber weil wir gerade über so krasse Raritäten sprechen, müssen wir natürlich jetzt mal über die Rarity Collection sprechen. Oh ja. Oh da ja. Da gab es nämlich auch die Woche die Influencer-Openings. Einige haben insane gezogen, wie zum Beispiel Card Journalist, Baron de Fleur und Topf des Wohlstands. Inquire Century. Century. Das ist frech. Hammer. Ey, das ist das, so krass. Das ist so frech. Ey, also die Baron de Fleur wird bestimmt so um die 200 bis 300 Euro gehen, könnte ich mir durchaus vorstellen. Und der Topf, der wird bestimmt auch so um die 300 Euro gehen. Ich weiß nicht, ob Baron so teuer wird, weil ich weiß nicht, ob du Gamer Choice kennst. Kennst du den OTS-Shop? Das ist der bekannteste OTS-Shop in USA, in New York ist das. Ist das in New York? Okay. Ich glaube schon. Und die verkaufen das gerade im Pre-Sale Baron in Quarter Century für $149. Ach, krass. Ash für 300? Einkaufen, ey. Bitte? Das ist aber vielleicht einkaufen. Also du musst mal gucken, die Preise gehen eigentlich voll klar bei denen. Ash ist halt übertrieben teuer, aber es war ja abzusehen, dass Ash sehr teuer wird. Mhm. Aber ich finde es halt geil, da sind so coole Sachen drin, ne? Einfach für mein Tierdeck, Draco Sepelia in Quarter Century, Mud Dragon in Quarter Century, Time Thief in Quarter Century, boah, das Krasse ist halt, dass du halt wirklich jetzt Decks spielen kannst, wo du zum Beispiel nur Sequels drin hast, ne? Also die Rarität, die dir halt am besten zusagt. Ja, ne? Ja, ist wirklich so. Oder halt so. Auch nur Ultras oder nur Super Rares. Also ne, so wie du es haben möchtest, du kannst alles einheitlich machen. Genau. Das ist wirklich, an sich ist das wirklich cool. Aber wer es natürlich in Quarter Century spielen möchte, so wie du, Alter, der muss einfach ein reicher Junge sein. Er muss einfach so ein reicher Junge sein. Also das ist schon krass. Ja. Aber ich finde es auch geil, da sind ja zwei neue Raritäten dabei, für die Leute, die das noch nicht mitbekommen haben. Einmal ist es hier eine japanische Ulti dabei und japanische Collector Rare ist ja dabei. Genau. Bei der japanischen Ulti ist ja so, dass die Texturen sind immer nur so 3D, das heißt, wenn man drüber fasst, merkt man, dass da halt quasi das Bild ist. Und genau, das andere liegt so tiefer. So. Genau, das ist richtig. Cool Hintergrund. Also, mir gefällt es. Ja, und mir gefällt es. Richtig, ja, ich find's auch geil. Und Rahmen ist dann quasi so Rainbow-Farbe ist das. Genau, so Regenbogenfarbe ist das. Das ist eigentlich ziemlich cool. Es ist halt überhaupt nicht vergleichbar mit dem normalen OTS-Ulti, was wir kennen. Nee. Also es ist komplett was anderes. Und dann haben wir den Collector Rare, was ich auch sehr cool finde, weil im richtigen Licht sieht das bisschen wie ein Ghost Rare aus. Mit diesen, ich weiß gar nicht, das ist nochmal so ein Kreisdiagramm, ist es nicht, aber es schimmert nochmal in sich so, das ist wirklich ganz das cool ist super gemacht. Schön. Also, ja, ich finde es auch muss man, schön. Muss man in der Hand gehalten haben, also das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ja, aber. Und wir kriegen ja auch noch die extra Secret Rare, ne? Die heißt bei uns ja Prismatic Secret Rare. Genau. Und ich glaube, da leuchtet der Rand dann einfach nur. Genau, der Unterschied ist es, dass der Rand vom Kartenbild. Leuchtet auch. Also nicht der Rand von großer Rand, also ich zeige das gerade in der Kamera, dieser Rand leuchtet ja sowieso, aber der, wo das Bild von der Karte drin ist, der leuchtet auch. Beziehungsweise glitzert. Also das sieht einfach sehr schön aus. Und natürlich haben wir alles auch in Ultra Rare und Super Rare. Genau. Das Set hat keinen Common-Karten. Genau. Das finde ich auch richtig cool, dass du halt diese Staples jetzt für jeden zur Verfügung stellst. Ist wirklich so, das wurde halt wirklich Zeit. Also das haben die Tints ja schon nicht immer hinbekommen, ne? Wenn wir so an den Fenrir denken zum Beispiel, der ist halt immer noch, sag ich mal, für einen Budget-Spieler teuer. Wenn man drei spielt, auf jeden Fall, klar. Genau. So, und jetzt kriegst du den Topf des Wohlstands wahrscheinlich nach dem Set, boah, vielleicht 3 bis 4 Euro, vielleicht 5 Euro. Ich glaube, da muss ich dir widersprechen. Meinst du nicht in der Super Rare? Ich weiß nicht, wie viele Videos von den Influencern hast du geguckt? Ich habe Card Journalist und Schattenspieler nur gesehen. Wie oft hast du den Topf der Wohlstein gesehen insgesamt?
Also Card Journalist hat, glaube ich, ein Playset gezogen. Mit der Quarter Century. Aber welche Raritäten waren das? Der hat die Super Rare gezogen und der hat die, glaube ich, in Secret gezogen. Okay. Mhm. Und bei Schattenspieler habe ich, glaube ich, keinen gesehen. Ja, bei Schattenspieler habe ich auch keinen gesehen. Und bei den Amis habe ich auch öfters keinen gesehen. Aber du darfst doch nicht vergessen, dass natürlich von diesem Set unfassbar viele Cases aufgemacht werden. Nicht nur von den Händlern, sondern auch von den Privatpersonen. Das stimmt. Also dieses Set wird sich verkaufen wie warme Semmeln. Das ist wirklich heftig. Ich glaube auch. Und das ist doch so teuer. Wie viel kostet das? Ist es immer noch bei 90 Euro? Ja, das ist eine Frechheit. Das war's mit dem ersten Teil unseres geliebten Podcasts. Wenn du Bock hast auf den zweiten Teil, dann schau jetzt bei Team Millennium vorbei. Dort findest du den nämlich und dann kannst du dir noch den restlichen Podcast gönnen. Alles dazu findest du natürlich in meiner Infobox bzw. auch im Titel. Von daher auf jeden Fall abchecken.